irgendwann bin ich mal darauf gestoßen, dass wir in Deutschland eine ganz, ganz bestimmte Schmuckkultur haben, die einmalig ist, die man eigentlich in keinem europäischen Land wiederfindet, weil es eine Entwicklung gab im Schmuckbereich, die auf Bauhaus und Deutschen Werkbund zurückgeht. Wir haben ja letztes Jahr 100 Jahre Bauhaus gefeiert und anlässlich dieses Jubiläums habe ich mich auch nochmal mit diesem Bauhausgedanken beschäftigt und gemerkt, dass das wirklich in der Seele eigentlich das trifft, was mir wichtig ist, was auch meine Werte sind, nämlich ein gutes Design, sehr gutes Design, eine ganz hohe Handwerkskunst, die aber nicht auf den Begriff des Unikats zurückzuführen ist, sondern wo es möglich ist, in kleinen Serien Schmuck herzustellen, zu gestalten, der dann für viele erschwinglich wird. Und aus diesem Gedankengut sind Firmen entstanden oder haben sich daran orientiert. Niesing zum Beispiel ist sehr viel älter. Die sind bereits 1873 entstanden und die Frau Exner war aber eine Person, die sich mit Künstlern zusammengetan hat, die mit Bildhauern zusammengearbeitet hat und so ganz neue, also im Grunde den Schmuck auch transformiert hat. Der Spannring, den viele von Niesing kennen, der hat auch erst Jubiläum gehabt letztes Jahr, 40 Jahre Spannring, Niesing, das Original. Den hat der Walter Wittek ja, gestaltet, kann man nicht sagen, eigentlich entwickelt. Ja. Die Idee, diesen brillanten, fassungslos in einer Ringschiene zu halten, allein über diese Spannung dieser Ringschiene, hat er als Bildhauer entwickelt. Und so gibt es eigentlich ganz viele Ideen, die aus einem Pool entstanden sind und die einfach so ein einzigartiges Produkt wie jetzt den Spannring auch seriell herstellen lassen, weil es könnten Einzelne gar nicht bezahlen. Wenn der immer die ganze Entwicklung für so ein ungewöhnliches Produkt mitbezahlen müsste, dann könnten sich das nur ganz, ganz wenige Menschen leisten. Und so ist in Deutschland eigentlich sind einige Manufakturen entstanden, kleinere und größere, die aber diese Idee haben von sehr gut gestaltetem Schmuck, was sich dann letztendlich auch in Designpreisen ausdrückt, auch in Umweltpreisen, also die unheimlich viele Preise gewonnen haben und sich aber auch in dieser Handwerkskunst ausdrückt, die sehr hoch entwickelt ist und auch in dem, dass man neue Technologien da auch mitnimmt. Eine Plattform schaffen für kleinere und größere Manufakturen, die einfach sehr gut gestalteten Schmuck machen, ja, und die Ideale haben, Werte haben, die auch meine sind. Ich habe die auch alle immer besucht, fast jedes Jahr besuche ich jede dieser Werkstätten, weil mich das einfach interessiert, wie die sich weiterentwickeln, was sie machen und weil da auch persönliche Bindungen entstanden sind. Das ist auch das, was mir wichtig ist. Beziehung, Bindung zu Menschen, gucken, ja, was motiviert die, was ist ihnen wichtig, wie passt es zu meiner Motivation und letztendlich sind mir auch meine Kundenbindungen ganz, ganz wichtig, ja, zu jedem einzelnen Kunden. Ja. Und ich finde es auch spannend, was das für unterschiedliche Menschen sind, die aber doch einen gemeinsamen Nenner haben, nämlich das, dass sie das Besondere suchen, aber auch das Authentische suchen, das Echte und einfach auch diese Beziehung schätzen, die entsteht. Ja? Die Beziehung, die zu dem Schmuckstück entsteht, aber auch die Beziehung, die zwischen uns entsteht. Also es findet alles eigentlich auch auf einer Beziehungsebene statt, weil Schmuck auch immer die Persönlichkeit ausdrückt. Ja?
Immer. Zu den Anfängen gehört einfach die Firma Niesing, die in Deutschland einfach für sinnlichen Minimalismus steht. Die machen seit 1873 Trauringe und Schmuck. Niesing ist ein ganz wichtiger Pfeiler. Und dann gibt es die Frau Hübel, die einfach für modernes Schmuckdesign steht, für die Auseinandersetzung mit der Hand, die studiert hat in München Schmuckdesign und die eine ganz eigene Handschrift hat und sich auch ständig weiterentwickelt und ihren ganz eigenen Weg geht. Und wenn man dann mal in dieser Szene sich bewegt, dann kommen die anderen ganz automatisch dazu, weil es ist einfach ein Feld, das sich da öffnet, wo dann immer wieder Menschen auftauchen, Manufakturen auftauchen, die ich dann anschaue und denke, wow, die machen eine tolle Arbeit, spannend. Ja. Und es sind natürlich viele der ersten Stunde dabei, Niesing, Georg Spreng, Angela Hübel, Lingenbrink, auch Nomos als einzige Uhrenmanufaktur, aber dann auch jüngere Designer, die dazugekommen sind, die vielleicht seit 5, 6 oder 10 Jahren mit dabei sind. Es entsteht ja auch ganz, ganz viel Neues, Innovatives auch. Und ich bin da schon ein bisschen Trüffelschweinchen vielleicht, wo dann auch das Richtige findet.